Voll geil. Knecht sitzt hier wieder. Ja, ich hab abgenommen, glaube ich. Geht besser. Ey, mach dir die mal ein Carbon. Cabron? Ja. Oh. Sag dir. Was, wieso nimmt die auf da? Ich wollte deine erste Reaktion im Sitz haben. Schick das mal Torpi und sag ihm danke. Ich würde dir empfehlen, die... Sag mal irgendwie. Was ich tun soll. Okay. Zumindest bei mir. Oh, schön, ey, dann gucken die hier so. Wo fahren wir überhaupt hin? Genau, wo fahren wir hin? Ah, das mache ich jetzt hier für die Folge. Nach Bofzen. Wir fahren nach Bofzen. Nach Bofzen. Was ist das? Bei Höxter. Okay, also, ich habe in einem Video mal erzählt, wo ich das Auto gewogen habe auf der LKW-Waage. 1340 Kilogramm. Habe ich gesagt, dass ich nochmal eine Abstimmung mache, eine Fahrwerksabstimmung. Und das Ganze wird dann per Einzelradlastwaage nochmal gewogen. Ja. Und genau das machen wir heute zusammen mit Glenn. Denn Glenn hat da ja einen Kontakt, und zwar fahren wir zu seinem Käfigbauer, der auch Fahrwerke abstimmt. Ja, das ist der Kerl, der den goldenen Käfig da eingepflanzt hat und die ganzen Schweißarbeiten der geflucht hat. Der hier geflucht hat. Ja, ich bin echt gespannt, was es gibt und was er zu meinem Setup sagt, denn ich habe das ja jetzt nur quasi irgendwie Pi mal Daumen eingestellt. Ja? Vor- und Nachspur vom Z4M vorne hinten, die sehr krass ist. Wobei ich glaube, dass ich damit nicht hundertprozentig richtig liege, weil der Achsaufbau von dem M-Coupé ist ein anderer. Das heißt, die ganze Aufhängung ist anders. Und vorne fahre ich 3 Grad Sturz und hinten 2,5, was relativ viel ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Michelin Cup 2. Mal schauen, was er dazu sagt. Und ja, würde ich sagen, bis später. Sagen, dass seine Sitze zu eng sind. Schwarze Auto, musst du immer schwarzes T-Shirt anziehen, dann siehst du immer aus wie eins. Oh, Bruder, du Mann. Bist Teil von Z4, ja? Du bist ein Teil von diesen Kraft. Wenn der Kamera an ist, dann muss ich immer so flexen. Was ist hier mit deinem scheiß Navi? Mach das doch mal jetzt, das ist von 1820 das Navi. Ja, das sieht so echt aus. Links abbiegen in 200 Metern. Mingailing, da mit der links abbiegen. Okay, das muss ich rausschneiden. So Leute, wir sind hier bei Micha von Mords Tuning angekommen und ich nutze jetzt auch mal die Gelegenheit, da Glenn nicht im Auto ist, kann ich ein paar vernünftige Aufnahmen machen. Ja, wir werden heute eine Achsvermessung machen und zwar für mein Z4 Clubsport. Das heißt, es wird eine Clubsport-Achsvermessung, also der Fokus liegt ganz klar auf Track Days, das wird eine etwas sportliche Abstimmung für mein Fahrwerk und da sind wir laut Glenn beim Micha vom Mords Tuning genau bei der richtigen Adresse. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Glenn hat sehr gute Erfahrungen mit dem Micha gemacht und er scheint wohl ein ziemlich fundiertes, gutes Basiswissen zu haben mit einer langjährigen Erfahrung im Bereich Motorsport und dementsprechend hoffe ich, dass wir sehr viel guten Content hier mitnehmen. Grob stelle ich es mir so vor, der Aufbau wird der folgende sein, wir machen eine Achsvermessung basierend auf meinem Z4. Das würde ich gerne aufteilen in einer Folge, die da wäre Sturz. Dann würde ich gerne den Fokus auf die Reifentemperatur setzen und dann auf die Vor- oder Nachspur. Ich will euch ehrlich gesagt nicht mit Content bombardieren, das wird zu viel für eine Folge, daher würde ich das gerne splitten. Alles klar, los geht's! Top. Ja, also erstmal natürlich prima, dass du den Weg hingefunden hast für die Vermessung. Der Glenn hat mir erzählt, du baust dir gerade so einen Apparat hier auf. Genau. Track Day ist immer eine schöne Sache. Ich sag mal so ein bisschen Motorsport-Touch für Einsteiger, sage ich mal. Sowas gab es ja früher leider nicht. Also jetzt, aber man kann schon mal so ein bisschen so das Rennstrecken-Feeling erfahren. Zum Aufbau von solchen Autos, klar, sehen wir natürlich immer ganz oft, dass Straßenfahrzeuge immer mehr umgerüstet werden in Sachen Motorsport. Ich finde, diese Track-Day-Sachen haben natürlich auch den positiven Hintergrund, dass halt auch diese illegalen Straßen dann damit so ein bisschen eingedämmt werden. Ne? Weil, weil du einfach die Chance hast, mal zu gucken, was dein Auto kann in einem abgesperrten Gebiet, abgesperrte Strecke, wo dir keiner entgegenkommt. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig. Nichtsdestotrotz denken die meisten mal, Leistung ist alles, aber ich bin eigentlich so einer, der dir sagt, mit einem guten, vernünftigen Fahrwerk-Setup
holst du Leute ein, die vielleicht 30, 20, 30, 40, 50 PS mehr haben. Hundertprozentig, genau deswegen bin ich hier. Genau, also so ein Fahrzeug muss halt schon vernünftig liegen. Und da ist natürlich vor den Komponenten verbauen, also vor der Hardware, ist natürlich auch die Einstellung eine ganz, ganz wichtige Sache. Ne? Genau. Da sollte man schon sensibel rangehen. Ne? Klar, jeder kann einstellen, jeder Werkstatt kann einstellen, gar keine Frage. Aber wir unterscheiden einfach hier zwischen, ich habe einen Kunden, der sich irgendwo auf dem Trackday bewegt, oder ich habe einen Kunden, der ganz normal auf der Straße sich bewegt, der keine einseitig abgefahrenen Reifen haben möchte, der vernünftig um die Kurve möchte, der einfach eine lange Lebensdauer der Reifen halt haben will. Das ist halt einfach ein Unterschied zwischen einer Achsvermessung im normalen Werkstattbereich oder halt einer Achsvermessung ja, im Trackday-Bereich, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Motorsport ist schon wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Ne? Ja, klar. Klar, unterschiedlich siehst du natürlich gleich, die Trackday-Leute, die fahren eigentlich schon gar nicht mehr mit normalen Straßenreifen, sondern gab es ja zwischen Rennreifen und Straßenreifen immer diese Kombi, das, was ich ja gesehen habe, wo du auch gar nicht gespart hast dran. Einfach mal so einen Semi-Slick zu holen, der von der ja, vom Mischungsverhältnis des Gummis natürlich viel weicher ist als ein normaler Straßenreifen. Ja. Dementsprechend natürlich auch eine ganz andere Haftreibung auf der Strecke aufbauen kann. Das ist so dieser Spagat zwischen Straße und Rennstrecke, wo man sagen kann, okay, das ist für die Straße zugelassen, die haben eine E-Prüfzeichen, eine E-Prüfnummer. Da muss ich sagen, da unterscheiden sich dann schon auch die Einstellwerte. Ne? Also gerade so im Sturzbereich, okay. Gerade Sturzbereich, sag mal so, die Neigung des Rades, ja, könnte man Fachausdrücken, könnte man jetzt umschmeißen, aber so, dass man es einfach versteht. Also wenn das Rad sich, wenn du vor dem Fahrzeug stehst, das Rad sich vorne nach innen oder außen neigt, ne, ja. Ist einfach der Sturzbereich. Sturzbereich eigentlich sehr, sehr wichtig für Kurvenfahrten. Ne, im Geradeausbereich eigentlich sehr störend, sage ich jetzt mal. Ja. Also im Kurvenbereich sehr, sehr wichtig, weil er dann einfach das Aufstützmoment oder das Abstützmoment der Reifen in den Kurvengeschwindigkeiten halt hundertprozentig auf die Straße bringt. Mhm. Von daher ist der Sturz also ein Aspekt, umso schneller ich um die Kurve fahre, umso mehr Sturz brauche ich natürlich auch. Ne? Mhm. Weil einfach meine Kurvengeschwindigkeit größer wird. Und wenn meine Kurvengeschwindigkeit größer wird, dann wird auch die Wankneigung des Fahrzeugs größer. Und wenn ich einfach hier eine hundertprozentige Auflagefläche habe, ne, ich sag mal, du hast hier einen Reifen von 225, ne, dann hast du 225 mm Auflagefläche. Mhm. Ne, das heißt also, wenn dieser Reifen auf der Straße im Geradeausfahrt mit Sturz 0 jetzt. Ne? Das heißt, also ja. das Rad würde exakt gerade stehen. Hättest du eine hundertprozentige Auflagefläche, ne? Das ist der sogenannte Large, das heißt die Auflagefläche des Reifens, wenn man sich das vorstellt, das Fahrzeug steht ja. auf eine Glasscheibe und du würdest von jetzt unter diese Glasscheibe gucken, dann siehst du also praktisch diesen Auflagepunkt des Reifens. Ne? Das sieht immer aus wie so ein großer Fleck, wenn man von unten sieht, wo die Profiltiefen auch siehst, also negativ und positiv Profil. Ja. Und dieser Large ist halt am größten, wenn du natürlich die maximale Auflagefläche halt erfüllst. Ne? Für gerade Ausfahrt alles gut, nur wenn du jetzt anfängst eine Kurve zu fahren, dann hast du das Problem, dass du halt einen Kippmoment in der Karosse hast, Fliehkräfte, die jetzt noch auf das Fahrzeug wirken und schon fängt natürlich an, dieses Fahrzeug bei einem Sturz null immer mehr in dem Außenbereich zu arbeiten. Das heißt, die Innenflanke fängt an sich abzuheben und von diesen 225 mm Breite fängst du an, umso schneller du wirst, immer weniger Auflagefläche zu kriegen, weil einfach das Fahrzeug immer mehr auf die Seite kippt. Ne? Ja, also durch die Seitenkräfte und durch das Aufstellmoment ist es so, dass dieser Punkt hier quasi nach da wird. Dieser Punkt wird nach da. Die Auflagefläche wird immer mehr im Innenbereich abnehmen. Ne? Das heißt also, die Haftreibung wird immer geringer und das Rutschenmoment wird immer größer. Ne? Und irgendwann gibt es so einen kammischen Kreis, wo du einfach die Haftreibung, die dich dann komplett verlässt und du dann aus der Kurve rutscht, wieder übersteuerst, untersteuerst, kommt immer ganz drauf an, ob das Heck jetzt kommt oder die Front. Und um denen halt entgegenzuwirken, sagt man, okay, das Moment, was er oben in die Kurven überkippt, stellen wir doch einfach dem entgegen. Ne? Dass wir also praktisch das schon im Ruhezustand entgegenwirken und sagen, okay, das ist jetzt der Moment, wenn ich jetzt durch die Kurve fahre, dann habe ich wirklich, wenn er weiterkippt, den hundertprozentige Auflagefläche in der Kurvenfahrt. Okay. Ne? Dafür, wenn wir gerade ausfahren, habe ich Einbuße, dass ich... Genau, das ist immer das Problem. Ne? Ich kann natürlich unheimlich viel Sturz regenerieren, dass ich unheimlich viel Sturz einspiele, das kann ich machen. Kurvenfahrten werden irgendwo ganz gut, gar keine Frage. Irgendwann wird es zu viel, ne? Dass ich das genau ins Gegenteil umsetze, ne? Dass er dann anfängt, innen drin mehr aufzuliegen als außen. Mhm. Das Problem ist dann natürlich immer in Geradeausfahrten. Ne? Ich sage mal gerade so, ich spreche jetzt mal von Trackday oder Rennstrecken, Start-Ziel
volle Geschwindigkeit runter, du bremst die Startziel an, mhm, ne, und dir fehlt dann die hundertprozentige Auflagefläche, weil du ja über diese Sturzgeschichte ja dann wieder weniger hast. Genau. Beim Anfahren genau das gleiche, ich meine, hier ist ein heckangetriebenes Fahrzeug, aber bei frontangetriebenen Fahrzeugen ist das natürlich dann, hast du alles auf der Vorderachse, das heißt das Lenkmoment auf der Vorderachse, den Antrieb, ne, und dann hast du natürlich, genau, dann hast du natürlich auch Abbremskräfte und Antriebskräfte, alles auf einer Achse. Und dann ist natürlich auch das schnelle Durchdrehen des Rades, ne, wenn du zu viel Sturz hast. Ne. Das heißt, irgendwo den Spagat zwischen schnelle Kurvenfahrten und schnelles Geradeausfahren musst du gewährleisten. Okay. Ne. Kannst du aber kompensieren, indem du halt unheimlich viel Nachlauf gibst. Also der Nachlaufwinkel, den es gibt. Okay. Der Nachlaufwinkel regeneriert dir beim Einlenken mehr Sturz. Das heißt, wenn du einen optimalen Nachlaufwinkel hast, könntest du in gerader Ausstellung Sturz 0 machen. Ja. Und beim Einlenken würde das Kurvenäußere bei jedem Grad, was er mehr einlenkt, mehr in den Sturz anfallen. Okay. Hier hast du zum Beispiel jetzt ein McPherson-Federbein. Dieses McPherson-Federbein kann leider nur viel Spreizung machen, ne? Weil wenn wir nicht viel Spreizung haben, würde das Federbein gerade stehen. Das heißt also, nach hierhin geneigt, würde dann irgendwo an der Felgenkante anschlagen. Das heißt, keine Chance, geht nicht. Ja. Ne? Von daher sind wir hier eigentlich immer gezwungen, viel Spreizung zu fahren. Spreizung versaut uns aber den Sturz beim Einlenken. Das, was der Nachlauf schafft beim Einlenken, das heißt, umso mehr Nachlauf wir haben, das Federbein neigt sich nach hinten, ja, beim Einlenken würde das kurvenäußere Rad, umso mehr ich einlenke, immer mehr negativen Sturz kriegen, versaut uns aber die Neigung nach innen, also die Spreizung. Ne? Okay. Mhm. Optimal wäre es praktisch, was man ja früher gemacht hat, Doppelquerlenker. Ne, wo man also zwei Querlenker hat, wo man also nicht mit einer Verbindung nach oben an dem Felgenkante vorbei muss. Ja. Ne, das wäre optimal. McPherson-Federbein arbeitet eigentlich wie ein unendlicher Querlenker, wie ein oberer. Ist natürlich kostengünstig, ist natürlich, klar, man kann den Stoßdämpfer mit Feder als ein Bauteil nehmen, man lässt den oberen Querlenker dafür weg, gewichtsersparend, aber es sind halt auch ein paar Einbußen, die man hat. Und diese Einbuße bei McPherson-Federbein ist immer, dass wir viel Spreizung haben. Ne, was Spreizung ist, können wir gerne mal besprechen, ne, in einem anderen Thema. Genau. Mehr Spreizung haben und diese Spreizung versaut uns beim Einlenken eigentlich immer den Sturz. Okay. Na, das ist das Problem. Von daher müssen wir halt in gerader Ausfahrt viel Sturz einstellen, damit wir den in der Kurve regenerieren können. Ne? Ja. Also ich würde sagen, wir können heute wirklich bei deinem Auto wirklich mal explizit auf den Sturz eingehen, ne? Mhm. Weil der Sturz relativ einfach zu erklären ist. Und auch zu erklären ist die Frage immer, die mir gestellt wird, wann hat mein Fahrzeug den maximalen Sturz? Umso mehr, umso besser oder wie viel Sturz kann ich geben? Ne? Ja. Und da sage ich immer, das kannst du nur erfahren. Ne? Also ja, nicht erfahren, indem du das lernst, sondern wirklich am Auto sitzen und erfahren. Erfahren, ja. Ne? Weil ich sag mal, wichtig ist, dass du dann, wenn du ihn brauchst, also in Kurvenfahrten, die maximale Breite deines Reifen nutzt. Mhm. Ne? Das heißt, genau. Jetzt ist natürlich abhängig davon, wie weich ist dein Fahrzeug. Habe ich ein weiches Fahrzeug, habe ich ein großes Kippmoment. Wenn ich ein großes Kippmoment habe in Kurven, ne, kippt natürlich auch mein Rad immer weiter nach außen. Dementsprechend mehr Sturz brauche ich. Fahre ich langsam durch die Kurven, brauche ich nicht so viel Sturz. Umso schneller ich fahre, umso mehr Fliehkräfte habe ich, umso mehr Sturz ich brauche. Es ist eigentlich immer Fahrzeugbauart konstruktionstechnisch abhängig, mhm, und natürlich auch vom Fahrer. Und das nächste ist natürlich auch der Reifen. Ne? Es gibt da so eine kleine Faustformel, weil man muss ja irgendwo anfangen. Ne? Wenn ich so eine Achsvermessung für so einen Kunden mache und er sagt, was fahre ich denn jetzt? Mhm. Dann fange ich immer irgendwo an, ne? Und sage dann, pass auf, ich stelle dir jetzt einen Sturzwert ein, wo ich aus Erfahrung meine, das könnte ungefähr passen. Ja. Aber du musst jetzt auf der Strecke fahren und musst jetzt einfach Werte aufnehmen, die du mir gibst, damit ich dir sagen kann, ob es passt. Und dann gucken sie mir an, ja, was soll ich für Werte aufnehmen? Ne? Mhm. Ja, ich sage ganz einfach. Du fängst einfach an, wenn du auf der Strecke fährst, die Temperaturen deines Reifens zu nehmen. Ja. Weil Temperaturen deines Reifens ist eigentlich nichts anderes, wie frühzeitig zu erkennen, wann der Reifen innen, außen oder mittig abgefahren ist. Mehr ist es doch gar nicht. Prima. Also wir fangen natürlich an, bei der Achsvermessung, wie auch im normalen Leben, die Hinterachse einzumessen, weil die Hinterachse immer die spurbestimmte Achse ist. Das ist wirklich die Achse, die dir sagt, wo das Auto hinfährt. Ja. Wenn die Hinterachse nicht steht, also vor allen Dingen, wenn die Hinterachse nicht parallel zur Symmetrieachse des Fahrzeugs steht, dann fährt das Auto, man nennt das so Dackelläufigkeit, vier Spuren im Schnee, das fährt quer vor dir her. Das ist also nichts Tolles. Ne? Okay. Die Hinterachse muss immer perfekt stehen. Ne? Weil die Vorderachse kannst du gegenkorrigieren, gegenlenken, aber die Hinterachse, die muss einfach passen. Also, wir haben jetzt eingemessen hinten oder fangen an, sie einzumessen. Wir haben jetzt einen Sturzbereich. Wir sind hier bei, auf der linken Seite bei minus 2 Grad 20. Also hinten habe ich minus 2 Grad 20. Minus 2 Grad 20, ne? 2 Grad 20 Minuten.
ganz klar, der Winkelbereich, 20 Minuten ist die Einheit eines Grads. Das heißt, ein Grad ist in 60 Minuten aufgeteilt, ne, wie eine Uhr. Yes. Ja. Sprich, 2 Grad 30 sind 2,5. Sind 2,5, genau. Alles klar. Ne? So, rühren wir uns die rechte Seite an. So, da sind wir bei minus 2 Grad und 50 Minuten. Das heißt, wir haben also hier schon eine Sturzdifferenz von beiden Seiten, die wir natürlich ausgleichen wollen. Ne? Jetzt natürlich die Frage, was nehmen wir? Nehmen wir jetzt 2 Grad 20 als Referenzwert oder nehmen wir die 2 Grad 50? Wie gesagt, wir haben Semi-Sticks drauf. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, was der Hersteller überhaupt sagt, was er denn für ein Serienmaß haben will. Und da orientieren wir uns erstmal langsam. Ja, bitte schön. Nee. Aber ist es nicht oft so, dass du quasi auf der Fahrer, also ich habe es einmal so, ich habe es häufiger gehört, dass du auf der Fahrerseite weniger Sturz hast? Weil es wird ja gesagt, dadurch, dass du als Fahrer, wenn du dich drin sitzt, ja eine Mehrbelastung nochmal auf der Fahrerseite hast, kriegst du ja nochmal einen etwas höheren Sturz. Okay. Also, dass es sich angleicht. Okay. Ist Schwachsinn? Warst du vorhin da, als wir das erklärt haben? Nee, ich habe gefilmt. Also, wie gesagt, ob das so ist oder nicht, sagt uns nachher die Temperatur. Wissen wir nicht. Okay, also daran machst du es wirklich genau. Also, es geht nur über die Temperatur. Du kannst also den Sturz, den optimalen Sturz, nur über die Temperatur festlegen, ob es so ist oder nicht. Und wie vorhin schon wirklich angesprochen, ist das sogar ein Unterschied, ob ich einen Linkskurs habe und einen Rechtskurs. Ja, ne? das ne? Weil es kann wirklich sein, dass ich unterschiedliche Sturzwerte fahre. Linke Seite zur rechten Seite. Sogar unterschiedliche Stürze Vorderachse, Hinterachse untereinander habe. Ne? Solange meine Temperatur passt, ist mein Sturzwert okay. Okay. Das ist eine absolute Aussage. So, einfach nur, weil ich nicht jedes Auto auswendig kenne, richte ich mich jetzt so ein bisschen nach den Herstellerdaten und schaue mir einfach mal an, was der Hersteller überhaupt so für einen Sturzwert gibt. Okay. So, der hat also jetzt hier schon einen Sturzwert von Hinterachse-Sturz 2 Grad 50 Minuten plus minus 5 Minuten haben. Das heißt also die rechte Seite 2,50, Nullwert würde ich so lassen. Das heißt, wir würden jetzt den mit 2 Grad 20, der ein bisschen zu wenig ist, jetzt erstmal einfach angleichen. Okay. Ne? Und um nachher wirklich, ob es passt, wie schnell du bist, wie schnell die Kurven sind, wie steil die Kurven sind, sehen wir halt im Endeffekt wirklich dann an der Temperatur, ne? Ob es hinhaut oder nicht. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Ne? Ja. Also fangen wir natürlich mit den vom Hersteller vorgegebenen Werten. Also habe ich jetzt weniger Sturz als Serie hin? Auf der einen Seite ja. Auf der linken Seite hast du jetzt genau 30 Minuten, also ein halbes Grad, na fast 20, ja doch 30 Minuten, ein halbes Grad weniger Sturz wie auf der rechten Seite. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Hallo. Kommt der Norm jetzt? Bitte? Komm. 250 brauchen wir. Ja, bist du. Top. Hast du es gesehen? Richtig klonk. Habe ich nicht. Von was bei minus 1,1 oder so? Ein bisschen klopft mal hinten weg. Nee, habe ich nicht. Okay. So, das ist jetzt die Werkseinstellung. Das ist jetzt die Werkseinstellung, so wie wir es haben wollen. Da würde ich jetzt erstmal mit ausprobieren. Aber viel wirst du auch nicht kriegen. Du hast gesehen, also wir konnten also mehr den Sturz neutralisieren, dass wir also mehr in die Richtung positiv gegangen sind. Zum Negativen ist noch ein bisschen was drin. Okay. Aber viel nicht. Das heißt, also, wenn du das richtig übertreiben möchtest, wirst du hinten an der Hinterachse so ein bisschen was machen müssen, um einfach ein bisschen mehr Sturz einstellen zu können. Ne? Langlöcher rein oder wie auch immer. Oder andere Exzenter reinzubauen, da muss man mal gucken. Ne? Ja, aber die Frage ist, ob ich wirklich mehr Sturz brauche. Eben, hinten, das sehen wir dann. Wann sehen wir es? Wenn wir die Temperatur haben. Ein Träumchen. Gut aufgepasst. Das bekommen wir auf jeden Fall ins Intro. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, was die Temperatur angeht. So, jetzt sind wir vorne. Sag was? Ja, vorne, Vorderachse, Sturzwerte minus 3 Grad 15. Das ist schon ordentlich. Ich sag mal, für ein Straßenfahrzeug, klar, tiefer gelegt. Das ist schon männlich. Also, wir gucken uns einfach mal die andere Seite an. Wenigstens etwas an dir, was männlich. Wir gucken uns einfach mal die andere Seite an. Und mal schauen, was hier geht. So, 3 Grad. Also hier haben wir eine Differenz von 15 Minuten. Mit Sicherheit kaum spürbar. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo. Na, ist der Schaf nicht gebracht? Ah, sehr cool. Nein, nicht zu dir. Das ist ein Scheiß-Onkel. Weg. Ja. Hi. So. Okay, also vorne haben wir 3. Was machen wir damit? Ja, 3 Grad. Also die Frage ist... Du warst gerade beim Straßenauto. Ja, genau, wir waren beim Straßenauto. Also 3 Grad ist natürlich schon brutal viel. Wir gucken uns einfach mal an, was der Hersteller vorgibt. Also ich schätze jetzt mal, ohne dass ich reingeguckt habe, irgendwas um die 1,30 Grad vielleicht. Oh, mal gucken, was er sagt hier. Vorne weniger als hinten? Du hast
ja, Sturz Vorderachse. Was, ja, nein. Also minus 1 Grad, minus 1 Grad 20 ungefähr. Ne? Also wir sind hier doppelt so viel, wie wir eigentlich vom Hersteller vorgegeben haben. Also ich würde das jetzt, um es anzugleichen, würde ich jetzt die 3 Grad 50 runter auf 3 Grad schrauben, da du ja wirklich sportlich unterwegs bist. Und wir, wie wir ja vorhin gelernt haben, was haben wir gelernt, Danny? Die Reifentemperatur bestimmt alles. Genau. Anhand der Reifentemperaturen natürlich dann sehen, ob der Sturz wirklich okay ist. Würde ich erstmal mit dem Ausgangswert anfangen und 3 Grad, wenn du dann dich so einigermaßen wohlgefühlt hast, würde ich den jetzt also nicht beide auf 3,15, also ins Maximum bringen. Jetzt muss ich dich ganz kurz fragen. Zusammenfassend, was ist, wenn 3 Grad zu viel sind, wie wirkt sich das auf der Rennstrecke aus? Ja, Haftabriss, ne? Du hast Haftabriss, genau. Weil ich außen, auf der Außenseite habe ich, ist die Temperatur zu gering, richtig? Genau, das heißt also die Auflagefläche, man sieht das auch hier schon ganz von vorne. Wenn du mal hier filmst, guck dir das mal an. Schau mal, wie die Auflagefläche des Rades ist. Also du siehst schon hier, ne, dass hier viel mehr Belastung auf der Innenseite ist wie auf der Außenseite. Das kannst du so schon sehen. Ja. Ne, das heißt also, der Sturzbereich ist so groß, dass natürlich, wenn du in Kurven fährst, die maximale Haftreibung oder die maximale Auflagefläche natürlich hier im Innenbereich anfängt. Ne? Und das Problem ist natürlich, so will man haben, aber wenn das zu viel ist, dann kommst du natürlich nicht auf den hundertprozentigen Bereich in Kurvenfahren, sondern du bleibst auf den inneren Bereich. Genau. Das heißt also, deine Temperatur wird im inneren Bereich viel zu hoch werden. Und außen zu kühl? Und außen zu kühl. Reifen ist außen kalt. Ich fahre in die Kurve und habe außen weniger Grip als innen und habe dementsprechend insgesamt weniger. Genau, das heißt, genau, wie wir vorhin besprochen haben, du nutzt einfach deine 225 mm nicht aus. Okay. Ne, sondern einfach nur ein Teil von deinem Reifen. Okay. Und das ist halt. Jetzt haben wir natürlich keine Temperaturwerte. Ich werd da jetzt darauf achten. Aber ich sag mal, relativ positiv ist ja schon, dass es hier ein bisschen abgerubbelt ist. Sprich, immerhin bin ich in die Zone hier überhaupt reingekommen. Ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir echt bei 3 bleiben oder sollen wir da runtergehen? Kannst du natürlich so jetzt auch nicht also sagen. Also wenn du jetzt schon Erfahrungswerte hast und sagst, du, das fühlt sich ganz gut an, verstellen musst du so oder so nach unserer Temperaturaufnahme. Also von daher würde ich jetzt gar nicht groß rumspielen. Ich würde es auf alle Fälle angleichen, ne, weil ich muss ja schon mein Geld hart verdienen, ne, gar keine Frage. Also ich würde jetzt wirklich diese 3 Grad 15 runter auf 3 Grad machen. Das ist, dann geht es dir ganz gut und mir ganz gut. Ich brauche nur eine Seite machen und du brauchst nicht ganz so viele Taschen. Also alles klar. Aber die 3 Grad, die haben ja auch echt gut funktioniert. Es kann sein, dass das funktioniert. Ne? Das ist, also der hat ein bisschen über die Vorderachse geschoben, ne? Aber wir haben jetzt hinten ja auch ein bisschen was korrigiert. Ja, eben. Ne? Der hat geschoben auch teilweise, weil wir zu schnell einfach in die Kurven reingefahren sind, weil wir gucken wollten, was geht mit der Karre. Ja. Wir haben die ja bewusst auch teilweise. So, jetzt müssen wir die Haube aufmachen und müssen da dran. Wir haben heute einen ganz wichtigen Aspekt gelernt. Und zwar kann man so wie das Fahrzeug, wie ich jetzt hier mit dem Setup angekommen bin, kann man die Achsvermessung bzw. eine Abstimmung gar nicht wirklich machen. Also sie wird nie hundertprozentig sein, weil uns ein ganz wichtiger Faktor fehlt, wie wir heute gelernt haben, der da wäre. Reifentemperatur. So, die Reifentemperatur ist absolut ausschlaggebend für das Setup. Die Information kann ich dem Micha nicht geben, aber wir haben natürlich dazugelernt, bei dem nächsten Trackday in Oschersleben werden wir die Reifen innen, Mitte, außen messen. Mit den Werten kommen die wieder zurück zum Micha und dann machen wir einen richtig Zucker, machen wir eine richtig Zuckerabstimmung. Echt hässliche, ungepflegte Porsche, ne? Hab ich mir auch gerade gedacht, das Auto ist gar nicht mal so schön, ey. War eigentlich total verwarzt. Was ist das für einer? Ein Arsch, oder? 924 ist es nicht, ne? Nee. Keine Ahnung, aber irgendwas Hässliches auf jeden Fall. Der hat doch den Motor vorne, ne? Ja. Transaxle, ich glaube Getriebe hinten, Motor vorne. Und ein Arschloch in der Mitte. Die Haare sind genauso ungepflegt wie das Auto. Er sieht aber echt aus wie seine Karre. Die 36, ja. Mingailing, da bitte links abbiegen. Okay, das muss ich rausschneiden.